Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist Sonntag und ich werde heute eine Klausur schreiben. Und ich dachte, ich nehme euch dabei mal so mit, dann könnt ihr mal so sehen, wie bei mir so ein Tag quasi aussieht, wenn ich eine Klausur schreibe. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich schreibe heute, also es ist Sonntag, eine Klausur und sonst schreibe ich eigentlich, habe ich die bisher immer unter der Woche geschrieben, nach der Arbeit. Und diesmal habe ich gedacht, okay, machst du es mal, wenn du vorher noch nicht arbeiten warst, auf dem Wochenende. Und genau, deshalb nehme ich euch heute mal so mit und zeige euch, wie das so ist. Ich schreibe eine Online-Klausur und als allererstes werde ich mir jetzt mal Frühstück machen und so ziemlich zeitnah danach werde ich schon die Klausur schreiben. Also dazwischen werde ich wahrscheinlich gar nichts großartig mehr machen. Allerdings schreibe ich meine Klausur immer hier bei mir in so einem, ja, in so einem Zimmer, was eigentlich nicht so benutzt wird, außer als irgendwie Abstellkammer. Deshalb muss ich das erstmal alles aufräumen und da Sachen rausräumen und mir einen Tisch reinstellen, weil wir haben eigentlich nur einen Tisch, und zwar einen Esstisch. Und den nehme ich dann auch mal, um die Klausur zu schreiben. Und den muss ich mir dann erst da reinstellen. Das mache ich dann auch noch schnell nach dem Frühstück natürlich, vor der Klausur. Und genau, das ist halt immer irgendwie besser, wenn man in so einem kleinen Raum schreibt, wo irgendwie keine anderen Geräte wie ein Fernseher oder so sind. Weil immer, wenn man in den Raum abfilmen muss, dann ist es irgendwie entspannter, wenn man halt nicht immer noch sagen muss, ja, lass den Fernseher, der ist aus und so. Deshalb ist es besser, wenn der Raum irgendwie immer kleiner ist halt. Genau, da Sonntag ist und ich hatte eigentlich nichts anderes vor, außer die Klausur zu schreiben, habe ich natürlich mein Sonntagsoutfit an. Also nicht wundern, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber ich finde, wenn man eine Klausur schreibt, darf man schon auch mal irgendwie cozy angezogen sein, damit man sich irgendwie wohl fühlt und die dann gut schreiben kann. Thank you.
So, also ich habe jetzt die Klausur zu Ende geschrieben. Ich habe ja immer 1,5 Stunden Zeit für die Klausur, also von daher ist es eigentlich immer ganz gut ausreichend. Bei mir besteht die Klausur immer so zur Hälfte quasi, also von der Punktzahl aus Multiple-Choice-Fragen und die andere Hälfte sind dann so offene Fragen. Und dies habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt. Also ich denke, fürs Bestehen sollte es gereicht haben. Das war jetzt meine dritte Klausur. Also ich muss ja insgesamt 6 schreiben. Das ist jetzt meine dritte gewesen. Und ich hoffe natürlich, dass ich sie dann auch bestehe. Das Ergebnis werde ich dann irgendwann in den nächsten Wochen erhalten. So irgendwie immer so innerhalb von 6 Wochen kommen. Also ich bin gespannt, wie lange das dauert. Und ja, das war jetzt das erste Mal, dass ich die Klausur unter der Woche geschrieben habe und nicht am Wochenende. Nee, andersrum, am Wochenende geschrieben habe und nicht unter der Woche. Weil sonst habe ich sie immer nach der Arbeit geschrieben, aber das war jetzt irgendwie auch ganz gut, die mal am Wochenende zu schreiben, weil man halt davor nicht schon den ganzen Tag gearbeitet hat. Aber ich weiß gar nicht, was ich besser finde, weil wenn ich sie unter der Woche schreibe, dann habe ich natürlich nicht so viel mehr. Also dann habe ich am Wochenende frei quasi und das ist dann irgendwie auch cool. Also keine Ahnung, was besser ist. Ja, war auf jeden Fall ganz gut. Also auf jeden Fall habe ich mittlerweile schon echt die Routine drin in diesem ganzen, ja, dieses, was man davor so machen muss, weil ich schreibe ja immer die Online-Klausur, ich könnte es auch in Präsenz schreiben, aber ich finde halt online besser, weil, ja, ich habe ja vorher auch schon immer Online-Klausuren geschrieben in meinem Bachelor durch Corona und dadurch war das ja jetzt hier nicht großartig was anderes und keine Ahnung, ich habe mich irgendwie so an die Online-Klausuren gewöhnt, dann ist man einfach so alleine in einem Raum und schreibt die Klausur und, ja, man muss nicht noch extra irgendwo hin, irgendwie spart man dadurch auch Zeit, keine Ahnung. Ist irgendwie cool und ist irgendwie auch cool, so an seinem gewohnten Ort zu sein und dann dort einfach die Klausur zu schreiben, weil es irgendwie einfach entspannt ist. Bei mir ist es ja bei den Online-Klausuren an der Hochschule jetzt auch immer so, dass ich, wenn ich die online schreibe, auch mich dabei quasi meinen Bereich selber abfilmen muss. Also in meinem Bachelor war das tatsächlich so, dass ich Open-Book-Klausuren immer hatte, dadurch mussten wir halt nichts abfilmen oder so. Wir hatten halt immer einfach alle Unterlagen zur Verfügung und mussten dann die Klausur schreiben. Und das ist jetzt aber keine Open-Book-Klausur hier an der Hochschule, sondern es ist halt so, dass man dann vorher seinen Raum abfilmen muss, zeigen muss, dass man nicht irgendwie so alle Sachen, also dass man keine Unterlagen rumliegen hat oder so. Und da muss man sich immer mit einer Webcam einloggen und sich halt die ganze Zeit so filmen bei der Arbeit. Und ich nehme dafür immer mein iPad. Und das ist wirklich so witzig, weil ich fühle mich irgendwie immer so beobachtet, wenn ich die Klausur schreibe, weil da ist ja immer jemand, der dann einen bewacht, quasi die Klausur über, also bei so einem Zoom-Meeting halt. Und ich fühle mich einfach immer so beobachtet. Das ist so schlimm, in die ersten, keine Ahnung, 20 Minuten. Wenn ich das erstmal so die Fragen durchgehe, bin ich immer so, mein Gott, wenn man jetzt irgendwie sieht, dass ich gerade nicht weiß, also wenn man so überlegt, wenn man zu lange überlegt, dass es dann so aussieht, als ob man irgendwie keine Ahnung hat. Das macht mich irgendwie manchmal, macht mir das voll den Druck, aber irgendwie gewöhnt man sich mit der Zeit dann auch daran und dann vergisst man, dass da irgendwie jemand ist, der da gerade zuguckt und dann kann ich die Klausur auch einfach so schreiben. Aber es ist wirklich sehr, sehr witzig. Und genau, jetzt bin ich fertig mit der Klausur. Es ist Sonntag, von daher steht jetzt irgendwie nichts anderes an. Es ist jetzt gerade 15 Uhr und genau, dann gucke ich mal, was ich heute noch so mache. So, also wie man gesehen hat, war heute eigentlich gar nicht mehr so viel los. Ist irgendwie so ein typischer Sonntag halt gewesen. Wir haben eigentlich nur noch auf der Couch gesessen und jetzt haben wir noch Essen bestellt gehabt und jetzt denke ich, werden wir auch nicht mehr sehr viel machen. Wir werden jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken und den Sonntag ausklingen lassen und morgen ist ja schon wieder eine neue Woche. Also genau, ich werde euch unten, so wie letztes Video und vorletztes Video auch schon, nochmal den Code und den Link zu VMworlds verlinken. Wer die letzten Videos gesehen hat, weiß Bescheid. Und zwar gibt es dort so Streetwear zu kaufen. Also wer irgendwie coole, gut sitzende Hoodies haben möchte oder so, kann da gerne mal vorbeischauen. Und mit meinem Code SvenjaT, Svenja.T, den kann ich euch hier einmal einblenden, bekommt ihr da 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Also könnt ihr das gerne mal ausprobieren.
Genau, und dann verlinke ich euch auch noch meine anderen Accounts. Ich schreibe euch die Namen einmal hier rein. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und genau, ansonsten, ja, falls ihr übrigens Fragen mal zum Studium oder irgendwas habt oder auch zu meinem Leben generell, könnt ihr die auch übrigens gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Dann kann ich da nämlich mal drauf eingehen und mal noch ein Video dazu drehen, weil jetzt auch schon die eine oder andere Frage gekommen ist. Und genau, dann könnt ihr ruhig die hier mal unten in die Kommentare schreiben und dann kann ich die ja mal mit aufnehmen und in einem anderen Video darauf eingehen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.